Seit dem letzten Video ist wieder einiges bei uns passiert. Aktuell befinden wir uns in den Vorbereitungen für die Messe Aero. In diesem Video zeigen wir euch, wie wir die Steuerung zum ersten Mal komplett zusammengebaut haben, welche Instrumente bei der AKX verwendet werden und warum es auch bei der Instrumentierung wieder etwas komplizierter wurde als bei einem normalen Flugzeug. Aber jetzt viel Spaß beim Video. Also ihr seht hier jetzt die AKX, die ist jetzt fertig lackiert, also auch PU lackiert, aber da fehlt noch das Hochschleifen sozusagen auf die endgültige Oberfläche. Und jetzt, wo wir jetzt alles mal zusammen haben, wollten wir dann auch mal überprüfen, ob das mit der Gesamtsteuerung so auch hinhaut. Also da haben ja ziemlich viele Leute über ziemlich lange Zeit dran gearbeitet und da ist nicht immer selbstverständlich, dass da die ganzen Schnittstellen dann passen. Deswegen haben wir das jetzt hier mal komplett aufgebaut mit den Rudern dran, der Steuerung im Flügel, den fliegenden Ruderanschlüssen und der ganzen Hauptsteuerung mit Wölb-, Höhen- und Querruder, um das mal zu testen, wie gut das funktioniert. Und das hat eigentlich bisher gut funktioniert, also wir sind da ziemlich sicher oder relativ zuversichtlich, dass die Ausschläge da, die angedachten Maximalausschläge von der AKX erreicht werden. Und jetzt kann man das auch mal in seiner Gesamtheit ein bisschen besser sehen, weil davor habe ich habe es ja schon ein paar Mal erklärt, wie so das Steuerprinzip von der AKX funktioniert. Jetzt sieht man zum Beispiel beim Höhenruder, dass eben nur die innerste und die äußerste Klappe ausschlägt. Wenn man jetzt Querruder nimmt, wenn das jetzt wieder Höhenruder neutral sozusagen, und Querruder schlägt das dann sozusagen auf der einen Seite nach oben, auf der anderen Seite nach unten. Und dann gibt es noch die Überlagerung davon, eben die Wölbklappe. Also so ist jetzt negativ gewölbt, das heißt für den schnellen, also für den Vorflug zwischen der Thermik werden die Ruder leicht nach oben bewegt und für den Landeanflug werden die dann nach unten abgesenkt mit dem größten Ausschlag in der Mitte. Und das sieht dann eben so aus. Und das ist dann zum Beispiel für Thermikflug oder für die Landung die richtige Position. Und das sieht alles ziemlich wild aus und ziemlich spannend, weil da, wenn man die einzelnen voneinander bewegt, ist das noch verständlich. Aber sobald man sozusagen Höhen, Querruder und dann noch dazu wölbt, dann machen die Ruder eigentlich ganz wilde Bewegungen. Wird auf jeden Fall noch spaßig beim Einstellen dann nachher. Wir haben das hier jetzt nur so grob auf ein paar Grad Klappengenauigkeit eingestellt. Aber da sind wir schon sehr gespannt, wie das dann sein wird. Und da wird man in nächster Zeit noch ein bisschen was hören von der Gesamtsteuerung und von dem Fertigstellen von dem ganzen Flieger. Auch bei der Elektrik und den ganzen Instrumenten ging es in den letzten Monaten gut voran. Also man sieht jetzt hier den vollbestückten E-Pilz mit allen Instrumenten, die da reinkommen. Das ist in der Mitte groß das LX9000 und daneben ein Vario. Und da drumherum sind Instrumente von Air Avionics, also zwei Air Control Displays für die Steuerung von Funkgerät und Transponder und auch als Höhenmesser. Oben drüber ist noch ein Air Traffic Display. Und genau, vielen Dank an der Stelle nochmal an LX und Air Avionics, dass wir die Instrumente zur Verfügung gestellt bekommen haben, weil ohne diese sehr flach bauenden Instrumente wäre der E-Pilz so nicht möglich. Wir haben nämlich sehr große Platzprobleme. Direkt hinter dem E-Pilz befindet sich die Steuerung und ein normales Funkgerät oder ein normales Variometer würden da einfach nicht reinpassen. Das heißt, wir haben die Sensorbox vom Vario und auch Funkgerät und Transponder ausgelagert, teilweise im Rumpf, teilweise einfach hinterm E-Pilz an einer anderen Stelle. Wie man sieht, haben wir hier sehr wenig Platz, also wir mussten extra abgewinkelte Stecker verwenden, die hier im 90-Grad-Winkel runtergehen, damit die nicht in der Steuerung drin hängen, weil wir hier nur sehr wenig Platz haben. Die Platzprobleme gehen auch bei der Verkabelung weiter. Wir konnten keins der mitgelieferten Kabel verwenden, weil die auch wieder zu tief bauen und dann in der Steuerung hängen würden. Das heißt, wir haben alle Kabel selbst gebaut und auch noch die Anforderung, dass der E-Pilz sehr leicht demontierbar sein muss, um an die dahinterliegende Steuerung zu kommen.
Dafür haben wir Verteilplatinen entwickelt, die im Rumpf und im E-Pilz sitzen, wo alle Instrumente jeweils angeschlossen sind, sodass mit einem großen Stecker der gesamte E-Pilz demontiert werden kann und nicht jedes Instrument einzeln immer an- oder abgestöpselt werden muss. Wir bauen jetzt noch die restlichen Kabel fertig, die wir brauchen, zum Beispiel für Trimmung, Wasserballast und Fahrwerk, und vervollständigen auch die Aufbauten, die wir bisher zum Testen hatten, auch zum Beispiel für die Trimmung und was halt bisher eher so mit Vago-Klemmen und sowas mal getestet wurde, mit Steckern und Platinen so zusammen, dass man das in einem Flugzeug verbauen kann. Und auch die ganze Stromversorgung ist dann hoffentlich bis nächste Woche fertig. Und dann kann man sich auf der Aero einen leuchtenden E-Pilz und eine fahrende Trimmung angucken. Natürlich gibt es auch noch viele weitere Baugruppen, die zeigen wir euch dann im nächsten Video. Wenn ihr nichts verpassen wollt, abonniert gerne unseren Kanal und schreibt uns eure Fragen immer in die Kommentare. Da freuen wir uns immer sehr, wenn wir die beantworten können. Falls euch das immer noch nicht reicht, könnt ihr euch die AKX auch in echt anschauen. Wir sind vom 9. bis zum 12. April auf der Aero in Friedrichshafen. Kommt da gerne vorbei und besucht uns. Wir sind am IDA-Fliegstand in der Halle A1.